So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stream Guild Wars 2 mit Zero und Regi. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag. Ja, in der letzten Folge sind wir nicht hier, ja, also wir haben eigentlich nicht hier aufgehört, aber ich glaube, wir haben am Anfang, ne? Also wir waren in dieser Wassergegend und wir hatten ja schon erwähnt, dass wir die Wegmarken und alles einsammeln möchten, halt alles Einsammelbare. Das haben wir jetzt auch getan, sind in Löwenstein geendet, haben hier nochmal alles eingesammelt und haben halt auch herausgefunden, wie es jetzt mit unserer Gilde weitergeht. Ja, genau. Außer das mit dem Ränge vergeben, das habe ich aber noch nicht rausgefunden. ja, auf jeden Fall ist die natürlich für euch da. Ich sag mal, Nina habe ich schon eingeladen. Und dann auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön an die liebe Juri, die uns 5 Gold gespendet hat, was ich ziemlich cool finde. Und da kriegt sie nochmal ein ganz dickes Dankeschön von mir zurück. Yay! Und Juri, natürlich, wenn du noch einen Gildenplatz frei hast, dann darfst du natürlich auch gerne in der Gilde sein. Ja. Und wir haben jetzt noch etwas für euch vorbereitet, wo ihr dann ja mitentscheiden geht ja eigentlich gar nicht wirklich, ne? Hehe. Ja, wir haben ja schon entschieden. Ja, aber wir wollten euch die Videos. Ich hatte vergessen, meinen Chat anzumachen und gerade ging Werbung los, mir sind die Ohren geplatzt. Was ging los? Werbung von deinem Stream. Ouch. So. Ja. Lass uns die Gildenhalle organisieren für unsere Gilde. Ja. Yeah. Mal gucken, vielleicht können wir mit dem Geld noch irgendwas anfangen, was du bekommen hast. Ja, mal gucken. Das wäre natürlich cool, wenn man sich da jetzt noch was kaufen könnte. Ja. Ach, Katze. Wir haben der Katze übrigens nichts zu essen gegeben. Ja, da muss er jetzt noch eine Stunde warten. Ups. So, wir hatten uns für die Kleine hier entschieden, aber wir wollten ja alle Sequenzen nochmal zeigen, ne? Richtig, deswegen fangen wir jetzt der Reihe nach an und machen unsere zum Schluss. Genau. Braucht ihr was? Alles in dieser Welt hat eine Geschichte zu erzählen. Tief in der Elonischen Wüste gibt es einen uralten, längst verlassenen Ort. Die verborgene Oase blieb wie durch einen Zauber verschont von dem Chaos und den Kriegen, die sie umtosten. Die verschollene Geschichte dieses verlassenen Verstecks wartet nur darauf, ans Licht gebracht zu werden. Die windgepeitschte Freistadt ist ein Ort der Geheimnisse und der Erinnerungen. Man erzählt sich, unter dem Sand liegen Schätze verborgen. Helft mir, die windgepeitschte Freistadt zu beanspruchen, damit wir ihre verschütteten Geheimnisse gemeinsam kommt mit mir bringen können und sichert eurer Gilde ein neues Heim in Elona. Ach ja, ja. Ich erinnere mich an Guild Wars 1. Ich glaube, das war so eine Gegend davon. Ja? Ja. Das ist auf jeden Fall, also ich meine, es ist schon cool. Für mich ist es eher nichts, weil ich jetzt Wüsten nicht so unbedingt mag. Naja, gehen wir in den nächsten Mal rein. Genau. Auf einer Klippe, hoch über einem wilden, ungezähmten Dschungel, steht eine uralte Befestigungsanlage. Es ist ein Ort voller Schönheit und Erhabenheit. Nicht mal die Gelehrten wissen, wer den verlorenen Abgrund erbaut hat oder wieso er verlassen wurde. Ihre Mauern, einst mit Mosaiken und fremdartigen Runen verziert, sind kalt und halb verfallen. Nun huscht nur noch der Wind durch die verfallenen Gänge und flüstert denen Geheimnisse zu, die sich trauen, ihm zuzuhören. Wählt den verlorenen Abgrund, erforscht seine Mysterien und entdeckt die Vergangenheit, während ihr eure Zukunft aufbaut. Steigt auf in die Höhe und findet eine Heimat. Ja, ich glaube, die fandest du am Anfang recht cool, ne? Die fand ich nach der anderen auf jeden Fall ziemlich cool. Also sie war halt, ja, ist halt ein bisschen spannender, oben die Klippen zu haben, als halt Wüste, für mich. Und dann haben wir hier halt noch den Pokémon-Trainer Koga, das ist der Arena-Leiter. Die heißt aber Koga und es ist eine Frau. Ja und? Wo willst du das wissen? Das sieht man doch. Guckst du dir an? Sieht pinke Haare? Ja, und es gibt auch Männer mit pinken Haaren. Na und?
Ja, aber nichtsdestotrotz. Na, legen wir los. Unsere Gegner, bam! In den Tiefen des Maguma-Dschungels unter der Stadt aus Gold liegt eine verborgene Höhle. Sie ist ein Ort voller uralter, mächtiger Magie. Vor unvorstellbar vielen Jahren von den Erhabenen erbaut, ruht sie nun schon lange verlassen. Doch noch immer summen ihre Wände vor Kraft. Wir wissen nicht, welche Magie diese Höhle verzaubert hat und auch nicht zu welchem Zweck. Wir wissen nur, dass diese Kammer wertvolle Hinweise auf die geheimnisvolle Vergangenheit der Stadt enthält. Wählt die vergoldete Senke, sucht nach Kraft in der Tiefe und schmiedet innerhalb ihrer Wände eure Zukunft. Taucht hinab in die Tiefe und findet eine Heimat. Ganz ehrlich, Leute, sie ist Gold. Es ist vergoldet. Ja, keine Ahnung, es ist halt Dschungel und Ruinen und ich finde sowas halt total cool. Tool? Und cool, ja, was? Das Tool finde ich cool. Der war nicht gut. Ach, so. Und ich würde sagen, klingt toll. Meine Gilde wird die vergoldete Senke erforschen. Seid ihr sicher, für die Erkundung dieses Gebiets müssen nicht nur die Mordrim vertrieben werden? Wir brauchen eine vollständige Expedition mit unterstützendem Personal. Das könnte teuer werden. Teuer? Okay, was wird es kosten, die Expedition zu veranstalten? 5 Gold? Wahrscheinlich. Ach so, oh. Was? Ja, also schön, dass wir das jetzt alles gezeigt haben. 100 Gold. Ja. Ja, gut, wir kommen wieder, wenn wir 100 Gold haben. Hat jemand 100 Gold und möchte spenden? Wir dann los. So, und ich habe schon Post bekommen. Von Juri. Ja. Ich öffne so lange meinen täglichen Kram. Ja, ich habe ja nur ganz kurz geschrieben, dass wir den gerade haben. Tja, so, gut. Also mit anderen Worten kann man wahrscheinlich dann alle machen. Yay! Wir haben nämlich eigentlich gedacht, dass das endlich unser Gildenheim ist. Aber ist es nicht. Sucherportale. Stimmt, wir haben, währenddessen wir natürlich selber noch ein bisschen erforscht haben, Guild Wars 2, haben wir natürlich 2 Level-Ups bekommen. Muss man ja noch erwähnen. Ja. Ja, ja, das stimmt. Oh, Eisrose, Farbe. Ah, schon freigeschaltet. Stufe 18 kriegt man Farben. Hm. Cool. Aber nichts Männliches dabei, weißt du? Naja, du bist doch schon rot. Passt doch. Ich habe meine Farbe übrigens ein bisschen angepasst. Ein wenig. Ja. Es fehlt noch so das Schwarz, ne? Auf der Rüstung. Ja, schwarz. Gibt's da schwarz? Warte. Keine Ahnung, bestimmt. Also ich könnte... Ja. Naja, Ebenholz. Ist ja eigentlich fast wie schwarz, oder? Ja. Ich weiß ja nicht. Mal gucken, ich wende das erstmal an. Joa. Immer mit der Ruhe. Kommt sowieso neue Kleidung. So, ich habe einen Beutel bekommen, enthält 10 Lorbeeren, wieso auch nicht. So, das rüste ich auch direkt aus. Wie mein alter Überwurf ist besser. Ne, ich dachte schon noch, alles gut. Wurde verarscht. So, Portalstein zum Monument hast du nicht gesehen, haben wir uns auch organisiert währenddessen. So, und ich gucke mir jetzt meine neue Farbe an. Lichtolovie, keine Ahnung. Ja, ich weiß gar nicht, was das, ich weiß gar nicht, was das mit den Halle der Monumente, was war denn das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir waren auch schon drin. Hi. Da war irgendwie eine Sackgasse. Hi, Delphi. Naja, was heißt ohne? Ja, ist schon mit Chat, also du kannst ruhig schreiben, wir werden schon drauf antworten. Ja. Wir werden keine großartigen Geschichten erzählen. Wo ist jetzt die Farbe, die ich mir geholt habe? Ich wurde verarscht. Da, Lichtovit. Okay.
Was ist das für eine Farbe? Das ist so eine Art Weiß. Eierschalenweiß oder so. Da. Okay. Ich weiß gar nicht, hatte ich nicht sowas auch schon? Nee. Nee, ich habe nur dieses normale Matt. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, könnt ihr auch. Huch, was ist das denn? Untersuchen? Der Kerzenhalter scheint lose zu sein. Fummel dran herum. Oho. Ihr wackelt leicht am Kerzenhalter, aber es scheint nichts zu passieren. Oh, voll die Verarsche. Da ist eine geheime Tür dahinter oder so. Wo muss ja? Das sehe ich doch jetzt schon. Allein schon, wie der hier so herausragt. Wahrscheinlich ist da irgendwie ein Portal zu der Gildenhalle oder so. Wer weiß. Irgendwie so ähnlich. Na gut. Ich würde sagen, wir sollten uns langsam wieder zurück in unser Gebiet begeben. Ja, ganz genau. Damit wir, ich weiß nicht, die Portale waren, glaube ich, in den östlichen Bezirken, wenn ich mich das richtig erinnere. Drück einfach die Karte und teleportier dich so hin. Kostet natürlich 44 Bronze. Ja, das ist doch doof, wenn ich hier 11 bezahle und dann das Portal nehme. Na gut. Ja, das waren die östlichen Bezirke. Ich zahle 12. The fuck? Du weißt doch, Rabatt für Frauen und so. Was soll denn der Scheiß? Ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlecht behandelt vom Spiel. Also vielleicht standest du aber auch einfach nur 3 Schritte weiter weg. Natürlich. So. Guck mal, wir haben nicht herausgefunden, welches Portal wohin führt, aber wir werden es schon sehen. Kapuze auf? Hihi. Ja, man sieht es. Man sieht es daran, welche, guck mal. Naja, welche Leute davor stehen, ich weiß. Ja, ich hab's gefunden. Ja, was? Ja, der Hain, hier ist es. Es steht außerdem am Portal dran. Yay! Moment. Asura, Asura ist also unser Gebiet, wo unsere Charaktere hinkommen. Asura-Portal steht überall. Nein, aber ich habe für Level 18 irgendwie Asura-Portal freigeschaltet. Okay, keine Ahnung. Aber es kann sein, vielleicht weil du Magier bist. Irgendwie Magier können doch teleportieren oder so, keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. So, es wird jetzt übrigens ein bisschen länger dauern, weil Löwenstein bis Asura ist ein kleines Stück. Der Hain. Ich glaube, Asura ist einfach nur irgendwie ein Volk, eine Klasse oder was auch immer. Nein, das ist unser Gebiet hier, also quasi wie entweder Deutschland oder Europa. Ich glaube eher so europamäßig. Na mal sehen. So. Haben wir denn überhaupt hier noch irgendwas gehabt? Eigentlich schon, ne? Hatten wir hier noch Events offen? Ja, doch, hatten wir. Naja, wir wollten doch auf die Brücke gehen und den Heldenpunkt holen. Ja, der Heldenpunkt, stimmt. Stimmt. Dann müssten wir wahrscheinlich zum Gipfelchen, ne? Ja. Dann gehen wir ein bisschen schwimmen. Yay. So viele Ladebildschirme heute. Ja, merkwürdigerweise, jedes Mal am Ladebildschirm lande ich auf dem Desktop für kurze Zeit. Ach, du auch? Ich habe mich gerade schon extrem gewundert, dass okay. Aber erst seit dem neuen Update. Ja, ganz komisch. Nein, ich habe Kräuter gefunden. Ich muss Kräuter jagen. Und ich brauche neue Klamotten. Und was Regi noch nicht erzählt hat, wir hatten eine recht lustige Mission zwischendurch gehabt mit einem Piraten und da hat sie neue Klamotten bekommen. Richtig badass, die sie dann pink gemacht hat und dann sah das komisch aus. Da, das sind ihre neuen Klamotten. Das sah voll cool aus. Hey, die, auch im Pink. Die waren voll badass. Tja, jetzt sind sie cool. Für mich. Ich werde mich eines Tages komplett als Pirat verkleiden. Ich muss nur genug Sachen sammeln. So, auf geht's. Der Heldenpunkt wartet. Ja,
Hui, Geronimo. Ouch. Im Süden werden mehrere Highlights. Bin gerade angegriffen, ja. Pech. Ja, das interessiert uns hier nicht. Nö. Hihi, und ich kann Zero jetzt andauernd überholen. Ich habe nämlich einen neuen Skill, mit dem ich schneller laufen kann. Das ist eigentlich voll cool, nachdem ich den dann bekommen hatte. Muss ich ehrlich gestehen, ist das Reittier jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, dass wir das noch nicht haben. Weil dafür, ja, danke Anine wieder für den Hinweis, aber dafür müssten wir uns extrem spoilern lassen. Und das will ich nicht. So, was hat das jetzt mit diesem komischen Portal auf sich, was ich bekommen habe? Also im Inventar ist es schon mal nicht. Jetzt gehen wir dir auf den Nerven, kleiner Frosch, was auch immer du bist. Ja, hättest du doch einfach die Info angucken können. Was für eine Info? Na, da gibt's auch immer eine Info zu den Sachen, die man neu hat. Ja, aber ich guck sie mir nie an. Ja. Und dann stehst du halt so da, ne? Ach ja. Hast du denn dein Level 18? Achso, das ist ja schon. Ja. Hast du denn dein Level 18 durchgelesen, was du bekommen hast? Ich bin ja noch nicht Level 18. Achso. Ja, gut, so, das war easy. Heldenpunkt das war ein bekommen. Guter Kampf. Heldenpunkt ja. Bekommen. Nice. Ja, ne? Finde ich auch. Cool. Eine Sache erledigt und ich habe Post. Yay! So, eigentlich müssten wir über die Brücke hier nach links gehen, ne? Ach ja. Wahrscheinlich ja. Und Juri schreibt gerade, ja, in Löwenstein, die Stadt wurde oft umgebaut. Ja, ja, Zero hat noch gesagt, er kennt das noch aus Guild Wars 1. Ich muss mich dazu bekennen, ich habe den ersten Teil leider nie gespielt. Aber ich habe jetzt viel erfahren durch Zero, was es alles damals auch schon gab. So, Portal. Yay! Sehr schön. So. Link und ich folge. Ich bin schneller. Ja, weil du mich nicht erwischt hast mit deinem Buff. Schäm dich. Du gibst doch immer an, dass du schneller bist als ich. Jetzt sieh mal zu. Wobei, so viel schneller bist du gar nicht. Doch, ein bisschen. Nein. Da unten ist Holz. Aber da habe ich keinen Bock hinzugehen, das ist mir zu weit weg. Ja, nö. Kommen wir nicht mehr hoch. Ja, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Da war... Da rennt die einfach irgendwie vorbei. Ja, habe ich doch gesagt. Ich bin schneller. Oh. So, was ist jetzt hier los? Sind diese komischen Falktypen. Waren wir hier nicht schon? Ist noch mehr Holz. Verdammt. Halt, nein, hier ist Holz. Von meiner Crew in ich brauche Holz, um mir Waffen herzustellen. Wie, waren wir da schon? Keine Ahnung. Ja, wir waren da schon. Nee, es sieht nur einfach gleich aus. Die Karte war nämlich gerade noch nicht aufgedeckt. Stimmt. Aber die Sehenswürdigkeit, entweder habe ich die gerade bekommen, oder die war da schon, keine Ahnung. Wir haben jetzt auf jeden Fall links von uns was. Ah, natürlich waren wir da schon. Das ist nur ein anderer Weg dahin. Ja, ah. Wie gesagt, den Punkt habe ich ja schon. Wir haben rechts von uns noch ein Panorama und alles Mögliche. Und wir haben links von uns noch zwei Wegpunkte. Wir holen aus dem Panorama, das sieht einfach aus. Ja? Ja. Ich glaube, da reicht das sogar, wenn wir hier langlaufen. Ich habe das noch gar nicht gesehen, was das ist. Okay. Ach da! Ja, richtig das ist easy. Richtig easy. Im Gegensatz zu dem, was wir in Löwenstein erlebt haben. Das war schon krass. Helft den Kündli! Wenn sie fallen, haben die Dörfler keine Chance. Mitten im Event. Gucken wir uns das Ganze einfach an. Hallo, ihr kämpft alle schön, finde ich toll. Hallo, Danny Pika. Yay, auch ein Hallo von mir, Danny. Hey, Gwen, lass uns mal helfen, ne? Oha. Oha, ich habe eine Truhe bekommen. Warum? Wie helfen?
Ja, hier ist wohin würdest du da nicht Quest? Runter? Au. Truhe des Helden, okay. Guck ich mir gleich mal an. Oh, zu spät. Event abgelaufen. Toll, dafür bin ich halb gestorben. Wir waren zu sehr damit beschäftigt, uns das Ganze anzugucken, als zu helfen. Ja, konnte ich mir wenigstens die Heldentruhe angucken. Das ist wertvoll. So, Ampulle, bitte. Flüssiges Karma. Okay. 1000 Karma, nice. Schrift der Erfahrung. Ja. Gewährt ein wenig Erfahrung. Tauscht bei Miyari in Löwenstein 20 Schriften gegen einen Florianten des Wissens. Ach, ich okay. will Erfahrung haben. So, was? Resonierender Span. Ach Mann, warum greifst du mich denn an? Bist du verrückt? Ich bin's wohl. Da kommt nur mehr. Weil die sind unverwundbar. Achso, die laufen gerade weg. Ja, ja. Die haben mich gesehen und sind geflüchtet. Natürlich. So, und was ist das da? Wird durch den Abschluss von Gildenmissionen täglich erfolgen und Abbau von Gildenhallen verdient. Hm. Ja, was auch immer ich damit jetzt machen kann, eventuell. Warum tötest du die jetzt alle? Weil die böse sind. Okay. Ich muss dich doch beschützen. Du bist mein Vibe. Ja. Guck mal, da ist nochmal Holz. Perfekt. Ich brauch das. Das Gute ist, dass ich aber mit einem zweiten Charakter auch Rohstoffe sammeln kann. Der Nachteil dabei ist, das finde ich tatsächlich sogar einen ziemlich großen Nachteil, dass dieses Materiallager für alle Charaktere insgesamt gilt. Erz. Das heißt, wenn ich mit einem Charakter was sammle, kann ich das mit dem anderen benutzen, was ein Vorteil und ein Nachteil ist. Weil wenn ich mit dem einen was sammle, kann ich mit dem anderen das aus Versehen benutzen, weil ich kenne mich. Dann sammelst du es halt immer aus Versehen. Nein. So, wir haben auf jeden Fall auf der anderen Seite haben wir noch was, ne? Rechts von uns. Ja, ja, hier sind noch überall Rohstoffe verteilt. Ja. Das nein, Raptor, das ist mein Eisen. Verzieh dich oder Kupfer. Das sieht ja anders. Hey, stimmt, jetzt geht's wieder los mit dem Eisenerz, ne? So, dann das Holz noch und dann habe ich erstmal genug. Und dann können wir gerne zum Herz rübergehen. Hm, wir haben sogar was entdeckt in der Zeit. Ich habe sogar einen mächtigen Stab gerade gefunden. Mächtiger Stab, der schwächer ist als meiner. Cool. So mächtig ist er. Ist blöd. Ich habe jetzt Level 18 erreicht. Hehe. Und hast du auch so ein Asura-Ding? Ja, Asura-Portale. Mit Hilfe der Asura-Portale könnt ihr schnell über große Distanzen reisen. Sie befinden sich überall in Teria und in allen großen Städten. Aber die können wir doch schon längst benutzen. Ja. Das war nur eine scheiß Info. Komisch, oder? Ninette, da musst du ehrlich gesagt Reggie fragen, sie hat die Kekse. Und weißt du was, sie hat schon lange keine mehr gebacken für mich. Ja, natürlich habe ich die Kekse. Nein, oh, ich habe die Farbe schon. Nein, ich habe mir die Farbe ausgesucht, die ich schon habe. Die rosa, ne? Warte. Ja. Tja. Verdammt. Ich habe drauf geachtet. Ich hab Kekse. Ich habe wirklich Kekse. Warte. Hihihihi. Ich mache sowas ja immer voll gerne, ne? Aber stimmt, ja, ich habe lange keine Kekse mehr gebacken. Also, jedenfalls nicht für Zero, weil ich habe nur gesunde Kekse gebacken und die mag er nicht. Tja. Okay. Hihi. Kekse! Oh ja, vor allem Schokokekse. Hihi. So, wo bist du jetzt hin? Ich bin schon hier beim. Ja. Ach, da. Ich sehe. Genau. Da ist sogar eine Kauffrau unter Wasser. Cool. Oha.